Rio, soll ich dir was Krasses zeigen? Ja, was willst du mir zeigen? Was will ich dir zeigen? Willst du mit mir auf eine Reise gehen? Wie lange dauert die? 1000 Blöcke? Dann lass mich ganz kurz mein Dach fertig bauen. Also, ich weiß nicht, was der Basti mir zeigen will. 1000 Blöcke entfernt. Ich muss ganz kurz jetzt hier, genau, Quarz hinpacken. Was sagst du aber, Basti? Gefällt dir das soweit, was ich hier baue? Das sieht ganz schick aus. Also, ich bin froh, dass ich bei dir gesprengt habe. Habe ich gerade auch tatsächlich gesagt. Dass ich das eigentlich jetzt gar nicht so schlecht finde. Es geht nämlich an einen Ort, den es bald nicht mehr geben wird. Okay, wir sterben nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich? Nee, du wirst nicht sterben dabei. Ja, was hast du gesehen? Oder ich habe mit dem Ork, das zweite Ich vom Kroko-Crafter, ne, habe ich tatsächlich, dem habe ich eine Schatzsuche vorbereitet. Der ist ja gefolgt mittlerweile und er hatte einen Auftrag von mir, etwas einzurichten. Und das will ich jetzt angucken. Das ist nämlich ein bisschen weiter weg, aber es ist auch so ein bisschen an Skyattack angelehnt, weil wir in Skyattack so ein bisschen ein Abenteuer erlebt haben und so, an einer bestimmten Sache. Und das möchte ich jetzt einfach mit dir mal begutachten. Komm mal mit. Genau, und du hast gesagt, das ist etwas, was es bald nicht mehr geben wird. Oder dieser Ort wird es bald nicht mehr geben, so korrekt? Aus. Okay, eine kleine Reise. Wohin? Auf die Netherdecke. Okay. Ja, findest da du gut? Da war ich diese Staffel auf jeden Fall auch noch nicht. Ja, klar. Netherdecke finde ich immer prinzipiell gut. Die hält dann auch immer schön warm. Man kann sich mit der immer schön einkuscheln. Ja. Ich lag gestern auch in der Netherdecke eingewickelt auf dem Sofa und hab Kakao getrunken. Lol. Ja, und jetzt müssen wir in die Richtung hier rennen. Na, ja, Soul Sand Valley, hier können wir eine Ghast-Farm bauen. Und dann können wir versuchen, einen Ghast in die Overworld zu bringen. Wäre eigentlich witzig. Ja, das habe ich in Skyattack gemacht. Kann man Ghasts eigentlich anleihen? Nee, anleihen nicht, du musst es in Minecart setzen. Kann man den Name-Tag geben? Ja, und du musst ihn in Minecart setzen. Geil! Können wir einen, wie heißt nochmal dieser Name-Tag, wo man den auf den Kopf dreht? Jeb oder so? Ne? Ja, das können geht. Wir können hier. Geht das mit einem Ghast? Wir können hier eine Ghast-Farm bauen. Das finde ich super lustig. Lass uns hier eine Ghast-Farm bauen, wo Ghasts spawnen und die ganze Zeit Minecarts fahren und die in der Oberwelt irgendwo ausliefern, sodass in der Oberwelt überall Ghasts rumfliegen. Wir machen dann einfach so ein verfluchtes Gebiet und dort sind halt Ghasts einfach in der Oberwelt. Ja, das ist übel geil. Dann müssen wir halt eine Minecart-Strecke bauen, aber das sollte kein Problem sein. Okay, der Plan steht, das klingt gut. Nice. Wir bauen eine Ghast-Farm. Wir bauen einfach ein Oberwelt-Ghast-Biom. Wow. Ja, ich glaube, das wird ultra witzig. Also, willst du immer noch nicht verraten, Blöcke? Wo wir hingehen? Noch 100 Blöcke? 100 Blöcke. Ja. Oh, ich seh da hinten was. Da ist ein Portal. Oh, wer hat das wohl da hingesetzt? War ich? Nee. Sag bloß. Nee, doch. Oh. Ja, ich muss da unbedingt, ich habe da nämlich dem Eugen Auftrag gegeben und ich muss das jetzt unbedingt überprüfen, wie das aussieht, was er da gemacht hat. Hier siehst du auch noch, ne? Hast du es auch noch nicht gesehen? Nee, ich habe es auch noch nicht gesehen, ich muss mir das jetzt auch noch angucken. Hier steht auch Eug, hier bist du richtig. Ne? Also die Schatzsuche hat er schon erledigt, so wie ich mitgekriegt habe. Und ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Komm mal hier. Hey. Guck mal, wo wir sind. Ist World Border? Ja, wir sind an der World Border, Rio. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, und hier ist jetzt so ein Pfeil. Aha. Und der sagt, wir müssen in diese Richtung laufen. Das dauert noch. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Jetzt bist du wirklich gespannt. Ja, ich habe. Ich wusste nicht mal, dass es eine World Border gibt. Doch, das wüsstest du, wenn du die Regeln gelesen hättest. Hier steht auch nochmal. Ich wusste, dass es eine World Border gibt, Leute. Folge der Border bis zum nächsten Hinweis. Ja. Okay. Aber das ist jetzt irrelevant, weil ich zeige dir natürlich. Achso, ja, einfach weiter schwimmen. Der Border folgen. Mhm, okay. Ich fühle mich selber gerade so, wie als wäre ich auf einer Schnitzeljagd. Ja. Es hat so ein bisschen Geschichte. Oh, guck mal hier, das hat GroKo fallen gelassen. Wahrscheinlich. Ein Spinnenkopf. Ist jetzt meiner. Bitteschön. Ja. Und wenn du richtig mutig bist, Reol, dann... Ich schwimm da nicht raus. Du willst nicht hinter die World Border? Ich will nicht hinter die World Border. Nicht? Ich bin nicht mutig. Echt nicht? Du bist eine Spinne? Ich will nicht hinter die World Border. Doch, du gehst heute hinter die World Border. Ich bin hinter der World Border gerade. Nein, das ist nicht richtig, hinter der World Border. Ja, ich weiß. Aber ich bin jetzt Spider-Man. Spider-Man.
Spider-Man? Spider-Man tut, was auch immer eine Spider-Can kann. Ja, bremse ich nicht so. Alles klar. Okay. Wir haben noch ein bisschen. Kleiner Fun-Fact: Skate wohnt in einer Ecke von der World Border. Echt? Ja. Doch, stimmt, habe ich mitbekommen. Der wollte irgendwie ganz, ganz weit weg von allen anderen, ne? Ja. Und ich habe mir. Kann ich verstehen. Ich habe mir hier auch eine kleine Base gebaut. Beziehungsweise, ja, was heißt Base? Einfach, ich wollte was an der World Border bauen. Basti's Base ist an der World Border. Aha. Lass das nicht deine Feinde hören, Basti. Zum Glück habe ich keine Feinde. Das ist sehr gut. Ja, du hast deinen letzten Feind mit mir zum Freund gemacht. Ja, das stimmt. So, hier weiter. Wenn jetzt noch jemand dein Feind wird, dann bin ich auch sein Feind direkt. Das ist oh. Und mit mir möchte ich ja keiner anlegen, das weiß man. Ja, mit dir möchte ich keiner anlegen müssen. Wir sind immer gleich da, relativ gleich. Jetzt kommt Lavasee. Wenn wir da oben drüber gehen, aber da gehen wir nicht drüber. Gehen wir nicht drüber, genau. Also wenn du Sand brauchst, hier ist Wüste. Da hinten kommt jetzt nochmal so ein kleiner Dschungel. Ich glaube, ich würde echt mal gerade ein bisschen Sand mitnehmen. Haben wir dafür Zeit? Nee, kannst du auf dem Rückweg machen. Ich komme jetzt. Auf dem Rückweg. Bin auf dem Weg. Warum fliegst du denn? Das ist unfair. Weil ich fliegen kann. Komm einfach weiter hier. Let's go. Hier, du musst da über das Wasser. Musst du, und dann sind wir gleich da. Ich sehe noch gar kein Wasser. Ich sehe noch gar kein Wasser. Ja, wo ich gerade bin. Ich bin nur in der Wüste. Wo soll denn hier Wasser sein? Ja, da ist so ein Fluss. Da musst du drüber. Ja, ich sehe ihn. So. Also eine Abkühlung tut auch echt gut in der Wüste. Oho, was ist das denn da hinten? Oho. Warte mal, hä? Ich weiß nicht gerade, ob das ein Renderfehler ist oder ob das irgendwas ist. Was? Ja, komm einfach. Nee, alles gut. Ich komme jetzt einfach. Ich muss nur was essen. Es sah gerade so aus, als wäre das hier irgendwie alles magisch oder so, am Glänzen oder so. Alles magisch. Ja, Riol, auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir befinden uns jetzt bei meiner geheimen Base. Ja, die jetzt nicht mehr so geheim ist, weil du sie mir gesagt hast. Ja, ich zeige sie nur den Leuten, denen ich vertraue. Hier ist meine geheime Base. Aha. Sehe ich ja nicht so viel. Nicht? Oh, Riol, ist das etwa ein Eingang? Was? Und jetzt sehen wir gleich. Und jetzt sehen wir gleich, ob der Ork seine Arbeit erledigt hat. Komm her, Mr. Spinne. Behalte den Kopf. Du bist jetzt Mr. S. Mr. Z. Hier los. Komm hier lang. Oh, ich sehe schon, der Ork hat hier richtige Arbeit geleistet. Uiuiui, muss sneaken. Ist hier absolut geheim. Ja. Boah, das sieht echt mega aus. Was erwartet mich da jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich erwarten muss. Das hier ist der geheime Bunker. Underworld Border. Das sieht aus wie so ein Bunga-Bunga-Bunker. Ja. So, das Einzige, was in deinem Bunker ist, ist ein Bett. Ja, hier schläft der Ork. Was machst du hier mit dem Ork, Basti? Der schläft hier. Was machst du hier mit dem Ork? Riol, wenn du möchtest, hier guck mal, lol, da unten ist ein Wandering Trader gefangen. Yo. Das war Zufall. Wenn du möchtest, kannst du hier dein Zimmer beziehen. Oh. Ja. Ein geheimer Bunker für mich. Ja, kannst du dich hier einrichten, wenn du möchtest. Ich muss jetzt erstmal hier die Lage checken von Wandering Trader. Angebot würde ich doch tatsächlich annehmen. So einfach als kleiner Backup-Space. Hier kannst du dich einrichten, wenn du willst. Dann hättest du zu tun und so. Und vielleicht gucken, dass wir das so einrichten, wie der Ork hier oben das eingerichtet hat. Wohnt denn der Ork auch hier? Ich weiß nicht, ob er hier wohnen möchte, aber er hat auf jeden Fall hier... Also zumindest als Bunker? Oder als kleiner Rückzugsort? Wir haben hier so einen Rückzugsort einfach. Direkt an der World Border mit so einer richtig coolen Aussicht, so eine richtig coole Glasscheibe. Ne? Voll geil, voll geil. Und kann ja auch von der Seite niemand reingucken. Scheiße. Ich dachte, ich kann keiner hingucken. Und guck mal, Riol, Achtung.
Basti! Oh mein Basti, Gott! Basti, du wirst gebannt, du bist außerhalb der Wordboarder. Wie bist du da hingekommen? Mit dem Boot oder was? Ins Boot rein und dann raus. What? What? Wir sind außerhalb der Wordboarder? Ja! Ja, du musst hier auf der Line. Nein, 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 alles gut. Du kannst hier, bleib hier stehen, da passiert nichts. Hier kriegst du keinen Schaden. Alter! Genial, Basti, oder? Davon darf nie jemand erfahren. Wir haben uns einfach außerhalb der World Border gebuggt. Ja, voll cool, ne? What? Ich feier's auch. Das ist echt cool, Mann. Ich finde das richtig cool. Also einfach das als kleinen Bunker oder so auch zu haben, finde ich richtig cool. Ja. Ich finde es auch nice. Ja, Bunker, und dann, du kannst jederzeit zurück. Ne? Von Bunkerloge von Riol. Wie kommt man denn zurück? Achso, du meinst ganz zurück? Mhm. Indem man halt oben zurückläuft oder indem du alles hier reintust und dich tötest. Ich glaube, das werde ich machen. Du tötest dich? Ja. Darf ich dich töten? Kannst du machen. Dann gibt's. Nicht jetzt, nicht jetzt. Gleich, sofort. Ja, leg dein Totem dann da rein. Weil sonst wastest du's. Zack, zack, zack. Alles Wichtige muss da jetzt erstmal rein. Ich habe keinen Platz mehr. Nein. Können wir irgendwie so einen richtig coolen Tod machen? Ich zünde dich an. Oder nee, ich spreng dich in die Luft, ja? Ja, aber nicht hier drin. Nein, nein, das, ja, das wäre dumm. Voll dumm. Lässt du das hier? Das ja. Zeug? Soll ich es verbrennen? Kannst du machen. Nachher war da jetzt irgendwas Wertvolles dabei. Nee. Kann nicht sein. Ich gucke nur gerade, was ich noch behalten oder wegschmeißen kann. Habe ich sonst alles? Oh, der Spinnenkopf, der muss natürlich auch da rein. Ja, den musst du gut aufbewahren. Kannst du zwei TNT noch bei dir gerade reinbrauchen? Oh ja, wo hast du TNT? Das sind immer noch die zwei, die in meinem Hausplaffe von dir platziert wurden. Ah, okay. Du kannst mich auch damit hochsprengen, wenn du willst. Na komm, wir sprengen dich draußen in die Luft, komm. Unten? Ach, außerhalb der World Border? Ja. Nein. Boah, bin ich denn der Erste? Außerhalb geht's nicht. Aber du kannst gerne du kannst aber gerne du kannst gerne an World Border Schaden sterben. Oder soll ich dich in die Luft jagen? Ich möchte dich eigentlich. Ja, ich mach World Border Schaden. Ja? Ja. Ciao. Ich gehe, guck mal, wie weit ich komme. Tschüss. Danke fürs Zeigen, Basti. Ich bin jetzt hier am Erkunden. Das wird eine coole Erkundungsfahrt. Wow, die Aussicht hier oben ist echt. Ja, Riol. Alles gut. So. Geil. Ja, war cool. War ein nicer Ausflug, oder? War echt ein nicer Ausflug. Ja, und ich mach mich jetzt auch auf den Weg zurück.